Leute, wie schön, oder? Heute ist Vatertag. Da wird ordentlich einer weggebechert. Ne? So richtig einer hinter die Rüstung gerömert, oder? Wie es sich gehört. Gepp und Till vor einem Jahr, oder? Also war letztes Jahr. Ich finde aber, Leute, an so einem Tag, da sollte man nicht nur saufen. Weil dieser Tag ist ja auch da, um auf die Situation von Männern aufmerksam zu machen. Es ist ja eh schon alles super ungerecht. Guck mal, Frauen haben den Muttertag und den 8. März, also den Internationalen Frauentag. Und dann gibt es ja noch den Internationalen Mädchentag, den Girls' Day und den Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Das ist ja fast eine ganze Woche nur für Frauen. Und Männer haben nur den Vatertag. Ach so, unfair. Kann ich mal bitte ein bisschen traurige Musik haben? Männer werden benachteiligt, unterdrückt und ausgebeutet. In allen Bereichen. Auch von mir und von dieser Show. Wir reden hier oft über Feminismus, über Frauenthemen, machen Festivals, bei denen nur Frauen auftreten, werben für Frauen als Moderatorin, Astronautin und in der katholischen Kirche. Und wo bleiben die armen Männer? Okay, reicht Musik aus. Bevor jetzt die Leute ausrasten, das war natürlich ironisch gemeint. Es wäre ja auch ein bisschen absurd, wenn das Leute wirklich sagen würden. Aber, Spoiler, es gibt Menschen, die tatsächlich so denken. Und genau über die reden wir heute mal. Willkommen in der Manosphere. Kann man helfen? Kann man helfen? Ah, ich weiß, was er sucht. Okay. Manosphere. Nein, das ist nicht der ESC-Beitrag im nächsten Jahr. Manosphere ist der Überbegriff für die Communities und Plattformen im Internet, auf denen antifeministische und frauenverachtende Meinungen geteilt und abgefeiert werden und die Unterdrückung des Mannes bekämpft wird. Verantwortlich dafür sind Männerrechtler, sogenannte Maskulisten. So Leute wie der hier. Weil hier im Westen und speziell im deutschsprachigen Raum weiß, glaube kaum noch einer wirklich, was es heißt, Mann zu sein. Mein Name ist Orlando Owen und ich habe schon Tausenden von Menschen wie dir geholfen. Wer gibt dir das Recht, deine Macht als Mann abzugeben? Orlando Owen. Wow, klingt das männlich, oder? Und wie sehr glauben wir, dass das sein richtiger Name ist? Gar nicht, richtig? Ja, bürgerlich heißt er, nicht ganz so klangvoll, Roland H. Bellstedt. Und Roland H. Bellstedt, alias Orlando Owen, hat eine Mission. Er hilft Männern. Und für den Rest von uns, sagen wir, ich würde mal sagen, immer wenn ich mir die Runden hier so anschaue, überdurchschnittlich gebildete, überdurchschnittlich intelligente Mitteleuropäer, ist es offensichtlich extrem schwer, sich wirklich zu verstehen als Mann, als Mensch in der modernen Welt, Frauen gegenüber. Da ist so unglaublich viel an Gehirnwäsche, an Unsicherheiten, an Verwirrung etc. eingeflossen, unterschwellig. Das ist so wie ein Fisch im Wasser, du merkst es fast gar nicht mehr. Es ist so um dich herum, frag mal einen Fisch, ob er sich nass fühlt. Ja, ja genau. Frag mal eine Schnecke, ob die weiß, dass sie nackt ist. Frag mal eine Schildkröte, was sie von Panzerlieferungen hält. Aber wow, oder? Wow, Orlando. Und so coole Bilder. Bisschen random, oder? Diese Szenen. Aber das sind halt, es liegt daran, das sind so umsonst Bilder. Die kriegt man, wenn man kein Geld hat, so ein Video zu drehen, dann kriegt man so nachdenklicher Mann und so. Und von diesen Kanälen gibt es im Internet sehr, sehr viele. Meistens wollen damit irgendwelche Typen Geld verdienen. Und in diesen Videos erfährt man, was so einen richtigen Alpha-Mann ausmacht.
Und all diese Männer verbreiten abenteuerliche Thesen darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Da steht dann zum Beispiel sowas hier. Ein Mann, der sich voll und ganz in seiner Männlichkeit befindet, erlaubt es der Frau, sich in ihre Weiblichkeit fallen zu lassen. Sprich, ohne die maskuline Energie des Manns wird sich eine Frau nie vollkommen fühlen. Erkennst du jetzt, wie viel Macht du über Frauen haben kannst? Aha. Also ich erkenne erstmal, dass man im Internet wirklich mit jedem Müll Geld verdienen kann. Und natürlich wird auch Männern auf solchen Seiten erklärt, wie sie diese Macht über Frauen ausnutzen können, um Frauen rumzukriegen. Denn jeder Mann hat schließlich ein Recht auf eine Frau. Und dieser Typ hier erklärt jetzt, dass man als Mann erstmal Spannung aufbauen muss. Wie machst du das also am besten? Indem du dafür sorgst, dass du nach Meinung fragst beispielsweise. Worauf stehst du mehr? Hunde oder Katzen? Und wenn sie sagt Katzen, dann sagst du, ja. Warum? In dieser halben Stunde, wo ich dich gesehen habe und gehofft habe, dass das mit uns beiden etwas Wunderbares werden könnte, musste es dazu kommen, dass meine Träume und Hoffnungen kaputt gehen. Warum Katzen? Oh, ja, wie spannend, oder? Oh, wir Frauen, wir lieben das, oder bei so einem Date, das macht uns ganz wild. Diese Spannung, dass der Typ eventuell meine Katzen nicht mögen könnte. Das ist übrigens Isa Ulubaev und der hat einen YouTube-Kanal mit fast 500.000 Abonnenten. 500.000, das sind umgerechnet 1 Million Hoden. Und denen 1 Million. Den erzählt er dann zum Beispiel sowas. Ehe und all das war ganz am Anfang ein Geschäft. Bedeutet also, man hat sich mit Familien zusammengesetzt und gesagt, okay, welche Frau passt zu welchem Mann, alles klar, das können wir so machen, let's go. Und dann kam irgendwann das Dating ins Spiel, vor ungefähr 50, 60 Jahren. Und Leute haben sich gedatet und angefangen, sich kennenzulernen und all dieses Zeugs. Und dann ist alles den Bach untergegangen. Ja, scheiße, das ganze Kennenlernen und so. Es ging alles den Bach runter. Ja, jetzt muss er sich selbst um eine Frau kümmern. Wie anstrengend. Ja, Junge, so ist das Leben. Wie sagt schon ein altes Kölner Sprichwort? Wer Poppe will, muss freundlich sein. Ja. Das gilt übrigens. Das gilt natürlich für Mann und Frau. Ist natürlich klar. Und logisch, Leute, früher. Da war alles besser. Da hätte ja noch mein Vater den passenden Mann für mich ausgesucht. Das war natürlich viel einfacher, Leute. Diese Selbstbestimmung, das nervt einfach. Und natürlich, vor 50, 60 Jahren, da war seine Welt noch in Ordnung. Bis 1977 konnte ein Ehemann in Deutschland darüber bestimmen, ob seine Frau arbeiten geht oder bitte lieber doch zu Hause bleiben soll. Und vor ungefähr 60 Jahren kam dann die Pille auf den Markt. Ein entscheidender Schritt für die Selbstbestimmung der Frau. Oder eben, alles ging den Bach runter. Und mit all dem scheinen die Maskulisten ein Problem zu haben. Viele sagen, der Feminismus hat alles viel schlimmer gemacht. Der Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen, das ist alles nur ein Mythos. Und Me Too ist nur eine Kampagne, um erfolgreiche Männer zu stürzen. Genau. Arme, schutzlose, erfolgreiche Männer, denen die Frauen einfach ständig in den Penis gelaufen sind. Das Witzige ist, die Argumentation, dass Frauenrechtsbewegungen der Welt, also den Männern, geschadet haben, die ist ja uralt. Hier erinnert sich noch jemand an die Suffragetten? Nein, das sind nicht die Dinger, die man sich nachts aus dem Kühlschrank holt. Die Suffragetten war eine Bewegung von Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht gekämpft haben und dafür, dass Frauen die gleichen politischen Rechte und Möglichkeiten bekommen wie Männer. Und wie reagierte damals die Gegenbewegung? Unter anderem mit solchen Propagandablättern. Meine Frau hat sich den Suffragetten angeschlossen und seitdem leide ich. Bis heute will der Feminismus angeblich den Männern schaden. Sie terrorisieren, ihnen etwas wegnehmen, die Parkplätze zum Beispiel. Oder Mädels, wir haben so ein Glück, dass wir so häufig überfallen werden und deswegen immer die besten Parkplätze in Parkhäusern kriegen. Aber es ist natürlich total ungerecht.
Man kann das alles jetzt einfach belächeln und einfach denken, komm, lass sie labern. Und ich habe auch wirklich lange überlegt, ob man diesen ganzen Trotteln überhaupt eine Plattform geben sollte. Aber das Problem ist, dieser Alpha-Männer-Content, der ist in sozialen Netzwerken wie TikTok alltäglich. Da, wo es auch viele junge Leute sehen und sich von dem Mist beeinflussen lassen. Und das fängt oft ganz harmlos an. Hier zum Beispiel ein Video, wo einem gezeigt wird, wie man als Mann richtig sitzt. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Okay, Männer sollen die Beine breit machen. War mir auch neu. Auch sehr sympathisch in der U-Bahn. Sitzen ist das neue Grillen. Okay. Ja, so harmlos fängt's an und es hört echt problematisch auf. Einer der größten Stars der Manosphere im Internet ist Andrew Tate. Andrew Tate ist einer der am häufigsten gesuchten Namen bei Google. Weltweit auf Platz 15. Leute, noch vor Putin. Tate ist ehemaliger Kickboxer und Pornoproduzent. Für die Kombi war er tatsächlich bestimmt bei der Berufsberatung, keine Ahnung. Und der Typ erzählt halt den übelsten Shit. Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sack. Klingt sympathisch. Andrew Tate hängt auch gern mit Rechtsextremisten ab und saß schon in U-Haft wegen Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigungsvorwürfen. Ja, kommt vor. Außerdem hat er schon mehrfach gesagt, dass er findet, dass Frauen, die vergewaltigt werden, eine Mitschuld daran tragen. Das alles zeigt eben, dass das nicht nur ein lustiges Internetphänomen ist und im Extremfall trägt das zur Radikalisierung von Menschen bei. Denn neben schrägen Alpha-Männer-Theorien gehören zur Manosphere auch widerlichste Gewaltfantasien. Fantasien, die eben nicht immer nur dummes Gelaber im Internet bleiben, denn was man schnell vergisst oder vielleicht sogar nie wusste, die Manifeste und Bekennervideos von vielen rechten Attentätern, zum Beispiel von Utøya, Christchurch, Halle oder Hanau, sind voller misogyner, also frauenverachtender Aussagen. Der Täter aus Halle sagt zum Beispiel, der Feminismus sei schuld an der Migration und der Attentäter von Hanau beschreibt seinen Frust darüber, dass er nie eine Freundin hatte und er die weniger gut aussehenden aber nicht nehmen wollte. Also Frauenhass ist real, Leute, und ein echtes Problem, denn er ist oft der Einstieg in noch krudere rechte Theorien. Und auch klar ist, ja, auch Männer haben in unserer Gesellschaft spezielle Probleme. Jungs schneiden in der Schule schlechter ab, Männer sind öfter wohnungslos und Depressionen bei Männern werden seltener erkannt, weil Männer sich eben viel seltener helfen lassen, wenn sie eine Depression haben. Und es nehmen sich auch wesentlich mehr Männer als Frauen das Leben. Aber daran ist natürlich nicht der Feminismus schuld, sondern das System, in dem Männern beigebracht wird, dass sie hart und erfolgreich sein müssen. Also genau an dem System, das Männerrechtler krampfhaft verteidigen. Das heißt also, die sind eigentlich die Ursache für Probleme und nicht die Lösung. Und wir wollen... Und wir wollen hier gar keinen Krieg führen, oder? Feminismus ist kein Kampf gegen Männer, sondern für alle Geschlechter. Und deshalb machen wir damit jetzt Schluss. Wir wollen für euch da sein, liebe Männer. Lasst uns Verbündete sein und das machen, was man übrigens auch mit seinen Beinen in der U-Bahn machen sollte, zusammenhalten. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, wie viel Kohle man mit solchen Videos im Internet verdienen kann, will ich das natürlich auch. Und deshalb hier jetzt mein ultimatives Motivationsvideo im Manosphere-Style. Hallo, mein Name ist Caroline California und ich habe schon Tausenden von Frauen geholfen.
Habt ihr schon mal ein Pferd gefragt, ob es reiten kann? Eben. Die Frau von heute erlaubt Männern, etwas fallen zu lassen. Aber sie müssen es dann halt selbst wieder aufheben. Manche Frauen mögen Hunde. Manche Frauen mögen Katzen. Aber Hunde mögen keine Katzen. Vor 50 bis 60 Jahren war alles noch anders. Da waren zum Beispiel die Jahreszahlen viel niedriger. Na, fällt euch was auf? Genau. Ich rede einfach so lange weiter, bis du das Gefühl hast, dass ich sehr schlau bin und wirklich was zu sagen habe. Stimmt aber gar nicht. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Für alles andere gibt es Frauen. Fertig geguckt? Ihr könntet jetzt endlich eure To-Dos abarbeiten. Oder ihr guckt euch einfach noch mehr Dix-Content an. Einfach hier klicken für das nächste Video, da oben, um unseren Kanal zu abonnieren, oder hier, um in eine wundervolle Welt der ARD-Mediathek zu kommen mit allen Folgen Dix.